Wir neigen uns dem Ende, also nicht wir und unsere Existenz, sondern die Sendung. Und wie könnte man die Sendung besser beenden als mit der Propaganda des Tages? Und vorhin hatten wir schon ein wunderbares Intro und Outro. Deswegen kriegt ihr jetzt einfach direkt nochmal eins auf die Ohren. Herzlich willkommen zur Propaganda des Tages. Die Propaganda des Tages, des Tages. Die Propaganda des Tages im medialen Mainstream. Die Propaganda des Tages nur für euch in der Ketzerkirche. So, meine Lieben. Herzlich willkommen zur Propaganda des Tages. Dieses Mal wird es nicht so einen ausführlichen Artikel geben wie letztes Mal. Der war ziemlich, ziemlich gut. Leider warst du da nicht dabei. Wir haben aber etwas Ähnliches. Es soll heute auch wieder um Rassismus gehen. Und zwar auch mal wieder Rassismus in der Straßenbahn. Und aber mit einem Happy End, ne? Also hier konnte man sich wehren. Hier war man nicht wehrlos gegen den Rassismus, sondern eigentlich eine Heldengeschichte, könnte man sagen. Ja, doch, doch, definitiv. Man könnte hier von einer Heldengeschichte reden. Und wir machen uns noch einmal klar, wie funktionieren Medien? Wir wollen, dass das rassistisch ist, ja? Das heißt, wir schreiben es in die Überschrift. Haben wir hier. 9 Verletzte nach rassistischer Beleidigung in Straßenbahn in Dresden. Okay. Jetzt bin ich als Leser interessiert, wer war der Rassist und was hat er gesagt? Was war der Hergang der gesamten Sache? Wo kommt das her? Wie ist es zur Eskalation gekommen? Oder war das einfach irgend so ein Typ, der gesagt hat, geh dahin, wo du herkommst, Was noch nicht mal wirklich rassistisch ist, sondern nur sagt, geh dahin, wo du herkommst. Ich musste hier auch denken an die Geschichte mit den 3 schwarzen Schützen, die den Elfmeter verschossen haben beim EM-Finale England gegen Italien. Ne? Alle 3 Engländer natürlich. Da gab es ja die große Story, überall, auch in den deutschen Medien und natürlich auch international, von zum einen den rassistischen Beleidigungen im Internet. Es stellte sich dann heraus, dass so rund 80% von denen aus dem Nahen Osten kamen, aus irgendeinem Grund. Aber da wurden die halt überall Affe genannt von irgendwelchen, keine Ahnung, Arabern oder Leuten aus Dubai oder so. Und dann gab es noch die Story von dem in England befindlichen ich weiß nicht, so ein Graffiti von einem dieser 3 Spieler. Das waren, glaube ich, Rashford, Saka und noch ein dritter, der fällt mir gerade nicht ein. Ja. Einer von denen hatte irgendwo in England so ein Graffiti von sich und da waren rassistische Beleidigungen. Das waren überall in der Presse. Man las nirgendwo in der Presse, was für welche. Wenn man sich da mal damit mit einer Tiefe, und das war schwierig, ich musste zurückgreifen auf den Podcast der Lotus Eater. Ich habe danach gesucht für ungefähr 1,5 Stunden in der Presse. Ich wollte einfach nur herausfinden, was waren die rassistischen Beleidigungen. Und ich habe, keine Ahnung, 20, 30 Artikel über die Scheiße mir durchgelesen, auf Englisch und auf Deutsch. Nirgendwo wurde gesagt, was die Beleidigungen waren. Es war immer nur rassistisch. Dann bin ich darauf gestoßen, im Podcast der Lotus Eater, das ist der Podcast von Sargon of Akkad, das war die Quelle, auf die ich zurückgreifen musste. Die hatten ein Foto und dort konnte ich dann sehen, es waren stinknormale Beleidigungen. Irgendwie so, kannst nicht zielen, du Idiot. Sowas hatten die ja hingespielt. Es hatte nichts mit Rasse zu tun. Gar nichts. Keine einzige von den Beleidigungen. Dennoch konnte man es weltweit verbreiten. Ne? Die, auch in den deutschen Medien, die große Sage der rassistischen Schändung von diesem Graffiti da. Und es war alles Bullshit. Es war alles Bullshit. Aber kein Faktencheck auf der Welt wird es jemals gerade rücken. Niemand wird es jemals kratzen. Niemand wird nachgucken. Niemand wird wie ich die 1,5 Stunden nach Scheiße gucken, um dann bei den Lotus Eaters darauf zu stoßen, was wirklich da stand. Ja, sie können eine Matrix erschaffen. Ich meine, wir waren ja vorhin schon bei Red Pill, Blue Pill, ne? Es trifft das Ganze halt wirklich auf den Kopf, weil sie erschaffen eine Scheinrealität, die so nicht existiert. Und da haben wir mal einen Punkt, in dem sie ja das ganz verblümt machen können. Alter, jetzt hast du das so angeteasert. Hast du das Bild noch irgendwo? Ich gucke mal. Weil ich habe jetzt tatsächlich selbst gerade gegoogelt. Racist Football Graffiti. Und ich finde nur dieses Bild und darüber ist überall was draufgeklebt. Ja, genau, diese Transparente oder diese fucking Pappdinger, ne? Aha. Genau, die hatten ja überall da drüber. Ich hatte auf jeden Fall ein Video darüber. Ja, interessant. Da könnte man dann bei Gelegenheit reinschauen. Jetzt sind wir wieder, aber das ist halt ein äußerst guter Fall. Ist ein äußerst guter Fall. Eigentlich muss die Propaganda des Tages gar nicht so tagesaktuell sein wie die heutige. Aber jetzt hast du es angeteasert, Alter. Du kannst Das Video hieß, England gewinnt die Rassismus-EM. Das gibt's immer noch auf BitChute oder auf Gegenstimme und so weiter und so fort. Mhm.
Okay, okay, okay. Genau. Was ist denn hier? Dann gehe ich mal zu den Lotus Eaters. Genau, das ist das hier. Es könnte übrigens sein, dass ich Scheiße gelabert habe damit, dass sie ein Bild davon hatten. Es kann auch sein, dass sie dann tatsächlich eine Quelle gefunden haben, bei der dann ausbuchstabiert wurde, was die Beleidigungen waren. Ah ja, wir gucken hier mal kurz rein. Das ist ja ein interessanter Fall. Genau, ich habe dir das gerade geschickt. Ich bin gerade hier. And we're not. Nee, das ist nicht das. Genau, hier haben die meisten mehrfach wiederholt. Okay, YouTube umgeht tatsächlich auch irgendwie meinen Adblock. Das ist ja interessant. Das ist ja nice. Alles klar. Dann schauen wir da mal rein. Hier, spontane Umstrukturierung hier in der Ketzerkirche. Seit 14 Minuten lang zu hier, aber was ist denn hier? Ja, ich schau gerade, ob sie einen Screenshot zeigen. Es tut mir leid, meine Lieben. Das sieht aber dementsprechend. Ah ja. Okay, da ist es beklebt. Ich glaube, da haben sie lediglich eine Quelle, in der es um die Beleidigung geht. Das Original ist hier irgendwie nicht mehr drin. Aber Lotus Eaters kann ich sehr empfehlen. Ist ein cooler Podcast. Aber die hatten auf jeden Fall die Worte. Die hatten die Worte, um die es ging. Und das hatte niemand anders. Das habe ich nirgendwo anders gesehen. Was war in einem dieser Artikel? Wir machen das so. Wir machen jetzt den Fall und vielleicht findest du es im Hintergrund. Und dann schieben wir es hinterher. Alles klar. Das wäre doch ganz cool. Wir kommen also zu dem heutigen Fall. Mit Pfefferspray gewehrt, 9 Verletzte nach rassistischer Beleidigung in Straßenbahn in Dresden. Okay. Nach einem Vorfall in einer Straßenbahn in Dresden sucht die Polizei nach Zeugen. Ein betrunkener Mann wurde schwer verletzt. Ich lese die Überschrift. Da war Rassismus im Spiel. Fertig aus. Black Lives Matter. Brennt die Häuser ab. Das ist die Headline. Da lesen schon 90% nicht mehr. Wir hören uns aber dementsprechend einmal an, was man hier zu schreiben hat, ja? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass man mir jetzt erklärt, worin denn dieser Rassismus besteht. Wie ist es denn dazu gekommen? Man schreibt, Dresden. Mit Pfefferspray haben sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag gegen die rassistischen Beleidigungen des Mannes in einer Dresdner Straßenbahn der Linie 6 gewehrt. 9 Verletzte. Dabei wurden 8 Unbeteiligte verletzt, wie die Polizei mit... Warum? Das sind Worte. Worte können verletzen. Ja und? Und jetzt nochmal im Hinterkopf, wie schwammig hier rassistische Beleidigung gemeint sein könnte. Ne? Ich denke, es hat einen Grund, dass uns nicht die spezifische Beleidigung gesagt wurde. Das heißt, irgendetwas wurde gesagt, was dieser Person nicht passte. Die Person war nicht weiß. Der Typ, der es gesagt hat, war weiß. Er reagiert damit, 9 Leute zu verletzen und eine Glasscheibe zu zerstören. Und die Rede hier ist hier dann von gewehrt. Ne? So ja. Weit sind. Genau, das ist Framing. Also wäre das irgendeine andere Beleidigung gewesen, glaube ich nicht, dass man gesagt hätte, ja, der hat sich gegen die Beleidigung gewehrt, indem er mit Pfefferspray in der S-Bahn um sich herum gesprüht hat und 8 Unbeteiligte verletzt. Die Gruppe sei an einer Haltestelle ausgestiegen, habe dort eine Scheibe zerstört und danach den Mann niedergeschlagen, der sie zuvor verbal attackiert hatte und ihnen gefolgt war. Bevor die Polizei kam, flüchteten sie. Der ist ein bisschen blöd, da kann man ja diese rassistische Attacke gar nicht anzeigen und gar keine Aussage darüber treffen, wie die sich angehört hat, wenn man flüchtet vor der Polizei, weil man den Typen verprügelt hat und noch vandalistisch unterwegs war und 8 Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber sie haben sich nur gewehrt. Bei dem Versuch, es ihnen gleich zu tun und sich an einem vorbeifahrenden Taxi festzuhalten, stürzte der Mann und verletzte sich schwer. Der 39-Jährige hatte 2,2 Promille Atemalkohol, was sehr stabil ist. Die Polizei sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung und den bisher nicht bekannten Beteiligten. Denen ist das mit dem Rassismus so wichtig gewesen, dass sie sich noch nicht mal gemeldet haben bei der Polizei. Weil die eine Beleidigung mit einem noch größeren Verbrechen bestraft haben. Sie haben einfach mit Pfefferspray umher. Warum musst du Pfefferspray ziehen, wenn dich jemand beleidigt? Dann sag alles klar, das war eine rassistische Beleidigung. Wir rufen jetzt die Polizei und werden das regeln. Gegen sie wird unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt und gegen den Mann wegen Volksverhetzung.
Volksverhetzung. Und soll ich euch was sagen, meine Lieben? Ich scroll hier nach oben, der Artikel ist vorbei. Das ist alles, was in diesem Artikel steht. Und ich habe 10 Quellen gefunden, die genau diesen Text kopieren. Und nichts weiteres dazu sagen. Selbst in der Bild gibt es keine weiteren Details, wobei die doch manchmal denken, sie wären kritisch. Nichts. Eine rassistische Beleidigung. Was hat er denn gesagt? Wie ist es denn dazu gekommen? Warum fragt man diesen Mann nicht? Was wurde gesagt? Was wurde gesagt? Hat er gesagt, zieht mal eine Männergruppe, die einen Mann zusammenschlagen? Ich habe da ein gewisses Klientel im Ohr und im Kopf und vor meinem inneren Auge. Überall. Ich schmecke es sogar, dieses Klientel. Es schmeckt nach Meseme. Was war denn die rassistische Beleidigung? Hat er gesagt, Leute, geht nach Hause, raucht Shisha oder so? Also ich, Freunde, das ist Propaganda. Wir haben jetzt diese Überschrift, da steht jetzt rassistische Beleidigung, wir präzisieren es nicht, also ja, wird schon stimmen. Und das Framing. Und wir wissen ja, ich meine, Weiße sollen ja generell die Schnauze darüber halten, was rassistisch ist und was nicht. Das heißt, im Endeffekt liegt das in der Entscheidungsgewalt von Nicht-Weißen. Was in anderen Worten bedeutet, dass nach diesen Journalisten Nicht-Weiße das Recht haben, Gewalt zu initiieren gegen Weiße, wann immer diese Weißen etwas sagen, was ihnen wirklich nicht passt. Absolut. Und das wird unterstrichen durch das Framing, was hier verwendet wird, für jemanden schwerste körperliche Gewalt antun, gefährliche Körperverletzung. Sie sagen hier in dem Artikel, sie haben sich mit Pfefferspray gegen die rassistischen Beleidigungen gewehrt. Jemand beleidigt dich direkt Pfefferspray in die Fresse oder was? Nee, das ist nur okay, wenn es rassistisch ist. Das sind auch nur Worte. Das sind auch nur Schallwellen, die an dein Trommelfell dringen. Du musst dann nicht ausrasten. Und das ist eine Männergruppe. Gab es da eine Vorgeschichte, die wird natürlich auch ausgelassen. Es ist egal. Es ist auf das Wichtigste heruntergekocht. Leute, schaut mal, da war wieder Rassismus. So funktionieren die Medien. Das ist aber nur der erste Fall. Schlomo kommt später noch mit der nächsten Propaganda. Wir machen weiter mit der Welt. Ich habe noch ein anderes Ding für euch rausgesucht. Dieses Ding ist ein bisschen subtiler, weil es hantiert mit einer, wie soll ich es sagen, sie sprechen den Elefanten im Raum nicht an. So würde ich es ausdrücken. Schaut mal hier. WHO sieht starken Anstieg psychischer Krankheiten durch Corona. Durch die Krankheit selbst oder was? Okay, interessant, wir lesen mal weiter. Ein Moment. So, ich mache es ein bisschen größer. Die Corona-Pandemie hat zu einem sehr starken Anstieg psychischer Krankheiten geführt. Jetzt ist es auf einmal die gesamte Pandemie und nicht die Krankheit selbst. Die Fälle von Depressionen und Angststörungen seien weltweit allein im ersten Pandemiejahr um 25% gestiegen, berichtete die WHO am Freitag bei Vorlage ihres neuen Berichts über mentale Gesundheit. Fast 1 Milliarde Menschen weltweit leben nach WHO-Angaben mit einer psychischen Krankheit. Die Zahl bezieht sich auf 2019 vor der Corona-Pandemie. Fast jeder 8. Mensch war betroffen. Menschen mit schweren psychischen Störungen sterben 10 bis 20 Jahre früher als die allgemeine Bevölkerung, heißt es in dem Bericht. Schrecklich, schrecklich. Aber was hat denn jetzt Corona damit zu tun? Psychische Gesundheit geht mit körperlicher Gesundheit Hand in Hand, sagt man hier. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagt das. Investitionen in die psychische Gesundheit sind Investitionen in ein besseres Leben und eine bessere Zukunft für alle. Namaste, mein Freund. Die mentale Gesundheit sei Jahrzehnte vernachlässigt worden, heißt es in dem Bericht. Alle Länder müssten mehr tun, um den Betroffenen zu helfen. Okay, ich habe jetzt irgendwie noch immer nicht die Antwort bekommen, was Corona damit zu tun hat. Wir lesen weiter. Ursachen für Depressionen. Und hier müsste man doch jetzt konkret werden. Hier müsste man doch eigentlich den Elefanten im Raum ansprechen und sagen, wir haben überraschungsweise herausgefunden, dass es schlecht für die mentale Gesundheit der Leuten ist und der Kinder, dass wir die ganze Zeit eingesperrt haben. Dass wir die eingesperrt haben, dass wir sie gespaltet haben, dass wir die ganze Zeit Angst geschürt haben, dass wir die Leute gegeneinander aufgehetzt haben, aufgewiegelt haben, gesagt haben, die sind solidarisch, ihr seid vernünftig, die sind anständig, ihr nicht. Das sind Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale unterwandern die Querdenker-Szene, Vulkane brechen aus, Meteoriten schlagen ein, wenn ihr nicht glaubt, was Lauterbach sagt. Das letzte war eine satirische Überzeichnung für die Idioten unter euch.
einige der wichtigen Ursachen für Depressionen seien sexueller Missbrauch, Mobbing oder Schikane im Kindesalter. Dem müsse aktiv entgegengewirkt werden, durch soziale Dienste, Unterstützung für Familien mit Problemen und Programme für soziales, emotionales Lernen in Schule, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, Kriege, die Klimakrise und Gesundheitsbedrohung, wie eine Pandemie, seien Risiken, die zu psychischen Krankheiten beitragen. Schikane im Kindesalter haben wir ein bisschen was gesehen die letzten 2 Jahre, ne? Also, ja. Wenn wir uns angucken, wo die in die Plastikkäfige gesperrt wurden quasi, ne? Wo die natürlich eine Maskenpflicht verhängt wurde für alle Schüler, eine Abstandspflicht und so weiter und so fort, dann ein quasi Schulverbot erlassen wurde, ne? Das könnte man alles, wenn man so will, framen als Schikane im Kindesalter. Absolut, aber man wird hier nicht präziser. Man sagt, die Klimakrise würde Depressionen bei Kindern verursachen. Die Klimakrise. Ich kann mir vorstellen, dass die ständige Panikmache, mit der sie ja spezifisch auf die Kinder losgehen, ne? Sie wollen ja, dass die deren Bidding machen, wie man auf Englisch sagen würde, ne? Dass die deren Drecksarbeit erledigen auf der Straße. Und dafür wollen sie Kinder haben, weil Kinder unangreifbar sind, weil du immer aussiehst wie das Arschloch, wenn du einen Haufen Kinder angreifst, wie bei Fridays for Future. Und deswegen nehmen die Medien ja spezifisch die Kinder unter Beschuss und versuchen denen wirklich zu suggerieren, die Welt geht gerade runter. Und insofern, ja, ich kann mir vorstellen, dass dieses Bombardement, dem die ausgesetzt sind, auch mit der Psyche fickt. Aber ich glaube nicht so sehr wie das, was wir Corona-mäßig erlebt haben. Absolut. Die WHO definiert eine psychische Krankheit als bedeutsame Störung der Wahrnehmung. Bla bla bla. Jetzt kommt die Definition von psychischer Krankheit. Letzter Absatz. In vielen Ländern würden Betroffene immer noch schräg angesehen und ausgegrenzt, berichtete die WHO, es sei wichtig, Menschen mit psychischen Krankheiten in alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens einzubeziehen, um dem entgegenzuwirken. Macht sie nicht zu euren Beziehungspartnern, kleiner Tipp von mir. In allen Ländern sei das Risiko psychischer Krankheiten bei den ärmsten Menschen am größten. Und hier bringen wir soziale Gerechtigkeit hinein. Die armen Menschen sind psychisch kränker. Vielleicht auch die Leute, die arm geworden sind, aufgrund der Tatsache, dass man ihnen verboten hat, ihren Beruf auszuüben, weil sie sich für das Recht körperlicher Selbstbestimmung entschlossen haben, als sie sich nicht impfen lassen wollten. Aber die lassen wir raus. Die gleichzeitig am seltensten behandelt würden. Selbst in den entwickelten Ländern würde nur ein Drittel der depressiven Menschen von Fachkräften behandelt. Also, was ist der Elefant im Raum? Einen Moment. Da gibt es nämlich ein gewisses Ding. Ja? Ich habe es jetzt nicht hier drin, aber ich habe es auch bei der Welt gelesen und ich habe damals tatsächlich noch ein Video darüber gemacht. Ich kopiere euch jetzt hier gerade die Headline rein, einfach damit ihr es dementsprechend nachlesen könnt, wenn ihr Welt Plus habt. Ich lese es euch gleich aber auch einmal vor. Bitte gebt mir eine Sekunde. In der YouTube-Version schneide ich diese Wartezeit natürlich raus. Ich entschuldige mich. So. Hier ist es. Kritik an Lauterbach. Respektlos und weltfremd. Leid der Kinder kleinzureden. Der ist vom 12.01. dieses Jahres. Und ich weiß noch damals, als ich das Video über den Artikel gemacht habe, habe ich tatsächlich dementsprechend auch keine Musik gemacht, kein Avatar eingeblendet, nicht nach Patreon gefragt, nicht monetarisiert, weil das ist einfach ein Thema, das ist einfach mega ernst. Und das verdient einfach den absoluten Fokus. Eine Studie stellt einen Anstieg von Suizidversuchen unter Kindern im Lockdown fest. Der Gesundheitsminister bezweifelt aber einen direkten Zusammenhang zwischen Lockdown und psychischen Folgen. Teile der Opposition werfen Lauterbach nun eine Relativierung der Entwicklung vor. Ich skippe ein bisschen nach vorne, um einfach mal zu sagen, was hat denn Lauterbach jetzt wirklich gesagt? Der Sozialdemokrat hatte vorher Zweifel an dem Zusammenhang zwischen einem Anstieg von Suizidversuchen bei Kindern und den Lockdown-Beschränkungen in der Corona-Pandemie geäußert. Das Leid der Kinder kleinzureden ist respektlos und weltfremd, sagt die CDU. Suizidversuche sind nur die traurige Spitze des Eisbergs. Zahllose Kinder sind durch den Ausnahmezustand die letzten 2 Jahre psychischen Belastungen ausgesetzt, oft unbemerkt. Er halte es für offensichtlich, dass Corona-Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und Einschränkungen im Sportbereich vielfach die Ursache seien. Das sagt Tino Sorge. Von der CDU. Kinder leiden in der Pandemie ganz besonders. Statt das zu relativieren, sollte der Gesundheitsminister sich verstärkt mit der Kinder- und Jugendarbeit befassen. Natürlich sagt die AfD auch Ähnliches. Aber was hat Lauterbach gesagt? Lauterbach sagt, paraphrasiert, die Pandemie ist schon daran schuld. Ich schaue mal gerade, ob ich seine Stelle, wo er das sagt, finde. Genau,
In der Talkshow Hart aber fair hat er Folgendes gesagt. Er äußerte Zweifel an einem direkten Zusammenhang zwischen strengen Lockdown-Maßnahmen und psychischen Folgen. Diesen Rückschluss geben Studien so nicht her. Ja klar, die Studien sagen einfach nur, die Kinder bringen sich öfter um als vorher. Aber was ist das, was sich in dem Leben der Kinder geändert hat in den letzten 2 Jahren, Herr Lauterbach? Was ist? Ist das Wetter schlechter geworden? Sind deswegen die Kinder trauriger? Oder liegt es daran, dass sie nicht zur Schule durften? Dass sie ihre Mitschüler nicht sehen durften? Dass sie nicht sozialisiert werden konnten in dieser Zeit? Dass ein wichtiger Teil ihrer Kindheit ausbleibt? Dass sie zu Hause sitzen? Wenn sie zur Schule durften, dann unter Zirkusclown-Bedingungen. Dann mit absurden Abstandsregeln, mit Masken natürlich ja. Die ganze Zeit. Mit, wie war das, im Winter fucking Fenster auf, damit Durchzug ist und weniger die Viren sich anstauen oder irgendwie Sonne scheiße, ne? Ja, Alter, die Angst wurde ja so sehr geschürt, dass wir ja damals diese eine Schülerin hatten, die meinte, die nannte sich ja irgendwie die Masken-Greta oder die Corona-Greta, die dann im Endeffekt mit Maske auf dem Schulhof unterrichtet wurde übers Tablet. Weil die gesagt hat, die ungeimpften Schüler sind ja eine Gefahr. Alter. Ja, die ja. Maskenblätter. Das war in der ersten Ketzerkirche unser Hauptthema, ja. Das ist der Hammer. Die sitzt dann da wirklich so mit FFP2 draußen, also ein besonders guter Mensch, und dann kommt nur dieser Kondensdampf kommt raus und man sieht halt dieses heroische Foto von ihr. Unglaublich. Herr Lauterbach sagt nämlich, er glaube, dass ein großer Teil der Probleme an der furchtbaren Pandemie liege und nicht dem damaligen Lockdown in die Schuhe geschoben werden dürfte. Also, dass einfach die Pandemie da ist, zwingt Kinder mit 400%ig erhöhter Wahrscheinlichkeit, Studie von der Uniklinik Essen, hier auch in der Welt Plus rezitiert, in den Suizid. Welcher Aspekt der Pandemie? Es gibt ja eigentlich nur einen weiteren, der wirklich präsent ist, und das sind halt die Medien. Klar, das kann auch ein kleiner Faktor sein, ne? Dass eine Angstmache dort betrieben wurde, die wie beim Klimawandel auch bedrückend ist. Aber ich bezweifle, dass das ähnliche Ausmaßen hatte, wie das zu Hause eingesperrt werden. Und ich denke auch nicht, dass es daran liegt, dass all diese Kinder irgendwie enge Familienangehörige verloren. Wer von euch hat einen engen Familienangehörigen verloren wegen Corona? Ich glaube, ich kenne niemanden. Es wird sich vielleicht vereinzelt irgendwer finden, aber nichts, was irgendwie dieses Ausmaß an Suizidanstieg erklären könnte. Ja. Absolut, also was ist das, was die Kinder denn von der Pandemie merken? Die merken, im Fernseher wird die ganze Zeit gesagt, hier geht die Welt unter, und sie merken, ich darf nicht in die Schule, und wenn dann ja, unter sogenannten Bedingungen. Natürlich macht das die Kinder fertig. Aber für Herr Lauterbach war damals der Frame, wir machen alles richtig, wir machen es nur, um euch zu schützen, wichtiger. Und deswegen darf das nicht im Lockdown in die Schuhe geschoben werden, so sagt er. Und dann lese ich heute in der Welt, in demselben Output. WHO sieht starken Anstieg psychischer Krankheiten durch Corona. Und die Ursache, die die Welt hier betitelt, ist... Wo haben wir's? Wo haben wir denn die Scheiße jetzt? Entschuldigung. Ich entschuldige mich, Leute. Ah ja, hier habe ich hochgescrollt, dementsprechend sieht man das nicht. Einen Moment. So. Da haben wir es jetzt. Ursachen für Depressionen, Schikanen im Kindesalter. Aber nicht der Lockdown. Der wird hier nicht benannt. Der Elefant im Raum wird nicht benannt. Und das ist Propaganda. Es hat gar nichts mit gar nichts zu tun. Die Kinder werden nur schlimm gemobbt und die Klimakrise ist schlimm. Und wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten machen Kinder depressiver. Dass man die zwischen eine Klimakatastrophe, da ist man auch wieder nicht auf dem neuesten Stand. Mit dem Update vom 1.1. dieses Jahres ist doch der Katastrophenstatus ausgerufen. Das ist ja der neue Frame, Klimakatastrophe. Früher war es mal der Klimawandel, das ist lange her. Dann wurde es die Krise, jetzt die Katastrophe. Mhm. Und laut der letzten Generation haben wir nur noch 3 Jahre, Schlomo. Dann ist hier die globale apokalyptische Zerstörungsmaschine namens fossiler Kapitalismus endgültig dabei, uns alle auszurotten. Also, WHO sieht diesen starken Anstieg, aber es hat nichts mit dem Lockdown zu tun, und das traut sich auch die Welt nicht zu sagen, außer man befindet sich hinter der Paywall. Ja, und dann schreibt man sowas. Respektlos und weltfremd, das Leid der Kinder kleinzureden, Kritik an Lauterbach. Das ist auch so ein Ding, ne? Immer, wenn sie sowas bringen, dann hinter der Paywall. Sie wissen natürlich, dass die Leute so etwas lesen wollen. Sie wissen, dass der Markt ausgehungert ist nach irgendwelchen systemkritischen Sachen. Gleichzeitig, ja, sie wollen dann halt ihre Kohle machen.
Und ich glaube, sie haben keinen Bock auf einen zu großen Backlash. Es ist auch eine gewisse Feigheit, die damit schwingt. Und damit verkrüppeln sie natürlich die Reichweite von diesen Beiträgen. Absolut. Naja, aber Sven Lehmann liest sowas ja trotzdem. Das haben wir ja damals noch mitbekommen. Aber auch hier. Ich frage mich, ich frage mich fast, ob die Alphabet-Mafia besser gefahren wäre, wenn sie versucht hätte, das einfach unter den Teppich zu lassen. Einfach so, okay, da gibt es dann halt diesen einen Paywall-Artikel, wo sie irgendwas reden, wird ja eh keine Sau lesen, wir reden einfach nicht drüber. Denn sie haben ja dermaßen entschieden das Ding verloren in den Augen der Öffentlichkeit. Mhm. Sie hatten ja auch null Argumente. Ne? Ich meine, es ist ja immer so, es waren nur irgendwelche emotionalen Appelle und die Leute haben das durchschaut in diesem Fall. Also ich glaube, klüger wäre es sogar da gewesen, einfach zu sagen, ja gut, hinter der Paywall, einfach alle nicht drauf reagieren und das Ding wird sterben. Aber so haben sie es unsterblich gemacht. Absolut. Also das Ding, was wir hier haben, das war Teil einer Bundestagsdebatte und dann war es wieder egal. Die Kollateralschäden des Lockdowns sind egal gewesen. Leute verlieren Existenz und Kinder verlieren ihr Leben. Aber immerhin ist Opa 5 Jahre später gestorben. Alles gut. Das ist Propaganda, meine Freunde. So, jetzt frage ich dich ganz vorsichtig. Hast du schon was gefunden? Ja, ich habe was. Ich habe es dir geschickt hier unten. Ich habe einmal einfach ein Bild, dass die Leute mal sehen, wie das da aussah. Ne? Dass da alles überklebt war. Und dann habe ich die Zitate. Alles klar, ich speichere gerade die Bilder ab. Ja, genau, ich habe es jetzt aus meinem Video einfach rauskopiert, weil ich es irgendwie gefunden habe bei Lotus Eatern da. Ja, sehr gut. Genau, also erstmal haben wir hier, das ist von Rashford, einem der 3 Spieler, die verschossen haben. Sehen wir gleich. So ein Riesengraffiti irgendwo in England. Da waren halt die bösen rassistischen Bemerkungen. Wie gesagt, das war überall in der internationalen Presse und auch in der deutschen Presse. Alle haben davon geschrieben, rassistische Beleidigungen. Und das sollte quasi dann die Nachricht des EM-Sieges überschatten. Übrigens, wenn, oder des EM-Sieges der Italiener in diesem Fall überschatten, übrigens, wenn die Engländer gewonnen hätten, ne, dann wäre es garantiert die große Story vom Erfolg des Multikulturalismus gewesen und der Antirassismusarbeit. Ne, dann wäre es ein großer Triumph für die linke Seite gewesen, dass die Kniemannschaft, sie waren ja die Hinkniemannschaft bei dieser EM, die Leute, die immer George Floyd behuldigt haben, indem sie auf die Knie gegangen sind und ein Narrativ verbreitet haben, das eine Lüge war, dann wäre es einfach nur der große Triumph für sie gewesen. Aber wenn du die Medien beherrschst, dann gewinnt deine politische Seite eigentlich quasi immer. Denn so hatte man hier den bösen Rassismus, hier überdeckt von tausenden Herzen, wie wir gerade sehen, und einer England-Flagge und irgendwelchen transparenten Plakaten, Briefen, wo irgendwas draufsteht, wahrscheinlich gegen den Rassismus. Natürlich. Und auf dem schmalen Ding, das gleich eingeblendet wird, da sehen wir, was die Beleidigungen waren. Die rassistischen Beleidigungen. Überall, wo darüber geschrieben wurde, war die Rede von rassistischen Beleidigungen. Was lesen wir hier? Scheit, also Englisch, britisch-englisch für Scheiße. Bastard. Und fuck Sancho. Sancho war auch einer der Schützen, die verschossen haben. Das sind die Beleidigungen, um die es geht. Also stinkt. Normale Feld-, Wald- und Wiesenbeleidigung. Das ist kein Rassismus. Das Einzige, was den Rassismus hier erzeugt, ist Opfer und Täter. Wobei man noch nicht mal weiß, ob diese mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen nicht vielleicht auch von Schwarzen daran gesprayt wurden. Das weiß man ja nicht. Klar. Und die Leute waren sauer, weil die Elfmeter verschossen wurden und so die EM verspielt wurde. England hat, glaube ich, keinen Titel mehr geholt seit 1966. Ich glaube, dieser eine WM-Titel mit dem Fake-Tor gegen Deutschland, das war der einzige Titel, den die jemals geholt haben. Also das nur mal um die Bedeutung von so einem EM-Titel für die Engländer. Wahrscheinlich die fußballverliebteste Nation auf dem Planeten einzustufen. Und ja, dann waren sie sauer, weil die Elfmeter verschossen haben. Also haben irgendwelche England-Fans halt hingeschrieben, fick den Typen, Bastarde und Scheiße. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Die haben einfach den fucking Elfmeter verschossen und waren zufällig währenddessen schwarz. Aber der Standard ist ja mittlerweile, irgendetwas Unangenehmes, irgendetwas Feindseliges passiert gegenüber einem Nicht-Weißen, dann ist es rassistisch. Es ist quasi einfach nur eine Superlative von schlecht. Eine Superlative, die nur gegeben ist, wenn jemand Nicht-Weißen etwas passiert. Denn bei tatsächlich Weißen muss sich davon abgewandt werden und muss die Geschichte kleingeredet, belächelt und darüber gelacht werden. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Ja, und ich glaube, es gibt Gründe, Shlomo, dass ich, wenn ich sage, ich google jetzt Racist Football Graffiti, nur die Version finde, die wir jetzt hier im Hintergrund eingeblendet haben. Ich soll das nicht sehen. Ich soll nicht sehen, dass da nichts Rassistisches steht, weil das würde dem Narrativ schaden. Wie gesagt, 1,5 Stunden habe ich damals gebraucht, um hierauf zu stoßen. Ein Ding, wo, wenn auch stark zensiert, mal die Begriffe
ausbuchstabiert wurden. Das ist Propaganda, meine Freunde.